Episode 3, Fütterungszeit. Haftbefehl gesucht. Gut, wir machen mal wieder Ausrüstung. Haben wir irgendwas Neues frei? Wir haben nichts Neues frei, aber auch wir haben hier doch so ein paar Sturmgewehre drin. Eine G36C AKS, ja, das gefällt mir doch schon viel besser. Eine AKM, boah, wow, geil. M416, M16A3. Ich will die haben, was muss ich dafür machen? Haben. Geht nicht, wir können nur die komische Shotgun hier benutzen. Haben wir dafür irgendwas frei? Nö. Okay, an den Waffen ändert sich nichts. Ja, dann gehen wir auf Verlassen und weiter. Du wolltest mich sprechen? Mendoza, setz dich. Ihr bekommt einen neuen Auftrag. Keine Bange, er schickt dich nicht zur Verkehrspolizei. Naja, noch nicht. Okay, Leo. Unser Freund Leo. Er hat uns verraten, was er weiß und ist wieder gegangen. Ich dachte, er wollte beschützt werden. Sag nicht, was Leo erzählt hat. Drogenpakete. Ihr verarscht mich. Flugzeuge starten, Drogen landen. Mitten in die Everglades und zeig's ihm. Eine Angelkarte. Wer steckt dahinter? Ein Bastard namens Remy Nels. Vor 2 Jahren war Nels niemand. Ein Nobody. Jetzt untersteht ihm die gesamte Organisation, zu der auch Tyson Letchford gehört. Hat wohl große Pläne, der Mann. In der Tat. Ihr zwei geht in dieses Schlammloch, genannt Nationalpark, und findet heraus, wie seine Pläne genau aussehen. Sir, warum sollte Leo seinen Boss verraten und dann einfach wieder gehen? Leo sagte, er fühlt sich bei der Polizei nicht mehr so sicher. Das war's. Ach, Mendoza, warte kurz. Klar. Deine Partnerin ist jetzt köpfig. Sie ist von ihrer Sache überzeugt. Gute Antwort. Setz dich, Junge. Es wird wegen der Elmore-Sache Beschwerden geben. Polizeigewalt, etc. Keine Sorge, ich regel das. Das ist sehr nett. Danke sehr. Wie geht's deiner Mom, Detektiv? Entschuldigung? Deine Mom hat sich ja viel durchgemacht bei der Flucht aus Kuba. In deinem Alter wird keiner mal eben Detektiv ohne gründlichen Hintergrundcheck. Und bei dir gab's eine Menge Hintergrund. Ach, ist schon okay. Ich weiß, wie es ist, einen Arschloch als Vater zu haben. Das hat mich auch ziemlich lange verfolgt. Und du? Machst das gut, mein Sohn. Weiter so. Der ist aber nett. Oh, was ist jetzt los? Meine Güte. Leos Karte ist furchtbar. Da stimmt ja gar nichts, aber hier sind wir richtig. Leo hat Dawes die Karte gegeben. Hat sie einfach rausgerückt. Eine unfassbar beschissene Karte. Aber was hat er denn davon? Das begreife ich einfach nicht. Naja, irgendwas hängt ihm offenbar im Nacken oder irgendjemand. Wer immer die Pakete abwirft, Leo will, dass wir Bescheid wissen. Damit wir seine Konkurrenz ausschalten, oder? In Miami ist er erledigt. Und das weiß Leo. Wahrscheinlich kocht er gerade Drogen irgendwo in Iowa. Was ist überhaupt in dich gefahren, ihn so zu verprügeln? Leo konnte sich einfach nicht benehmen. Naja, das könnte die Dienstaufsicht auch von uns behaupten. Da sind sie. Los zur Abwurfstelle. Es geht los. Oh, wir fahren ein Boot. Sie halten ihre Pakete per Funk im Blick. Die Zahl auf Leos Karte ist Frequenz. Okay, dann gehen wir mal Stoff hier. Jo. Als die Drogen noch über Miami transportiert wurden, hat es in den Sümpfen nur so vor Schmugglern gewimmelt. Vielleicht wiederholt sich das alles jetzt. Hoffentlich nicht. Damals haben sich die Kartellleute sogar auf Kindergeburtstage die Köpfe eingeschlagen. Ja, ich erinnere mich. Ich war damals noch jung, wie irres Zeug.
Blut auf dem Käfig. Pitbulls mit aufgeschlitzter Kehle. Wie zum Teufel hat deine Mom dich da rausgehalten? Das klingt vielleicht kitschig. Sie hat geschuftet und mich geliebt. Oh ja, und wie das kitschig klingt. Mamas. Schön hier, muss ich sagen. Also die Gegend ist echt toll. Cool. Auch wir sind schon da. Okay, dann verfolgen wir das Ding mal. Ich hab wieder ein Signal. Dann mal los. Ja, dann zeig ich mal Honor. Da stecken mindestens 10 Kilo in dem Paket. Amerikaner stehen halt auf Drogen. Ich will damit sagen, dass das hier eine große Nummer ist. Sonst hätte uns Dawes nicht hier rausgeschickt. Angenommen, die Kartelle nutzen Miami wieder als Umschlagplatz. Aus welchem Grund? Meine Meinung? Mexiko ist zu heiß geworden. Hier wandern Schmuggler vielleicht in den Knast, sie werden aber nicht von Drogenbossen kalt gemacht. Amerikaner stehen halt auf Drogen. Du weißt, dass es eine große Sache ist, dass Dawes uns hierauf angesetzt hat, oder? Das weiß ich. Das Problem ist, dass wir damit zu keinem Staatsanwalt gehen können. Wen interessiert's? Ist doch viel spannender so. Hey, ja. So, da haben wir das Nächste. Zack. Und übrigens, Captain Dawes, der Typ war früher absolut gnadenlos. Ja, das habe ich gehört. Das blinkende grüne Ding fällt auf niemanden auf, ne? Mein Tipp, du willst beim Captain punkten, dann zieh die Samthandschuhe aus. Das ist das hier, der dreckige Teil der Polizeiarbeit? Du hast es kapiert. Wir haben schon das Nächste auf der Karte, achso. Das habe ich jetzt gar nicht gesehen, ich dachte, wir bekommen wieder was gesagt. See you later, Alligator. Okay, nichts passiert. Unser Boot ist noch ganz. Dann schauen wir mal, wo es... Ja, wo es jetzt hingeht. Also, ja, wie ich schon gesagt habe. Ist ein bisschen ein anderes Battlefield, ne? Ich muss jetzt hier gerade mal das wieder drauf ansprechen. Ist jetzt nicht so, hier so der Kriegsshooter. Und langsam verstehe ich auch, warum jetzt Battlefield Hardline nicht so beliebt ist. Ja, ich bin hier einfach durch den Baum gefahren. Was gibt's da? Mit dem Airboot anlegen. Boat. Mit dem Boat. Airboat. Signal ist beim Fallschirm. Okay, ich spring raus und markiere es. So, hier zack. Viele Alligatoren. Keine Panik. Die haben mehr Angst vor uns als wir vor ihnen. Ja, bestimmt. So, hier. Letzten Stapel markieren, okay. Nicht gut. Ah. Nee. Oha. Rettung in allerletzter Sekunde. So eine Scheiße. Alles gut? Ja. Dann sag einfach Danke. Okay. Danke. Vielleicht sollten wir auf dem Weg bleiben. Gute Idee. Die haben mehr Angst vor uns, ne? Wir müssen aus dem Wasser raus. Wir müssen hoch auf die Plattform. Nimm den Kletterhaken. Ist eine SWAT-Leihgabe. Oh, Leihhaken. Leihhaken. Ja, wir nehmen mal den Leihhaken und tun mal hier so ein paar Sachen mitmachen. Mit dem Kletterhaken kannst du auf höhere gelegene Orte erreichen. Schieße den Kletterhaken auf einen markierten Vorsprung, um ein Kletterseil zu erzeugen. Ja, macht Sinn. Dann nehmen wir das Scheißding mal. Kletterhaken benutzt? Nein. Ziel mit dem Haken auf die Plattform. Yay. Das war schon, und jetzt? Muss ich irgendwas drücken? Auch einfach dran gehen, okay. Yay, da sind wir oben. Kletterhaken aufnehmen. Ah, kriegen wir wieder Munition zurück. Alles klar. Haben die Dealer die gebaut? Das sind alte Aussichtsplattformen. Für Touris. Alles okay, Kai? Und deine Schulter? Ich muss weh wie Sau, Mann.
So, klettern wir mal hier hoch. Gucken, was es hier gibt. Schöne Aussicht, muss ich sagen. Hier, ich habe eine Seilrutsche. Auch eine Seilrutsche hat's auch noch. Ja, die hat ja alles hier. Seilrutsche. Mit der Seilrutsche kannst du schnell an tiefer gelegene Orte gelangen. Ziele und schieße auf einen Landebereich, um eine Seilrutsche zu erzeugen. Ja gut. Du bist vorbereitet. Ist halt eine Armbrust. Ziel auf die Bretter, ist ein guter Anker. Bretter? Das da oder was? Volltreffer. Okay. Komm mir nach. Ui. Das ging aber flott. Ist was auf dem Scanner? Gut, Bretter waren das jetzt nicht, aber hat funktioniert. Scanner. Karl, da kommt Besuch. Sicher das Team zum Einsatz. Vorsicht. Immerhin lässt sich was retten. Die andere Hälfte sieht aus. Also wird Nels nicht stören, wenn wir sie nehmen. Mann, so läuft die Sache nicht. Wieso nicht? Na, weil. Weil Nels der Boss ist. Boss ist. Komm schon zurecht. Mach, wie du meinst. Mhm. Okay. Dann schleichen wir uns mal an. Geh es Hände hoch, ja. Der Kerl sagt bestimmt Remy Bescheid. Keine Sorge. Wir müssen das Koks nur hier rauskriegen. Nein! Scheiße! Jetzt hab ich erwischt! Den Typen muss ich jetzt erschießen, gell? Ja. Schade, ich wollte ihn jetzt eigentlich festnehmen, aber jetzt hat sich der Scheiß-Typ einfach umgedreht. Wollen wir hier mal analysieren. Neuer Fall geöffnet. Hotshot-Lieferkette. Mhm. Können uns jetzt auch das Zeug wieder anhören, aber das muss ich jetzt nicht unbedingt haben, ehrlich gesagt. Ja, wir müssen hier noch einen Beweis finden. Was haben wir hier noch? Ein bisschen rumlaufen hier. Müssen wir wieder die Gegend scannen. Oh, da haben wir was gefunden. Da müssen wir da rein, oder was? Ja, ja, ich weiß schon, da ist was drin. Oh, hier Brechstange. Zack, Tür auf. Guten Tag, Spinderbots. Ah, Munition, das habe ich aber immer gern. Was haben wir hier? Funk untersuchen. Scannen wir das mal? Ach, das können wir nicht scannen, okay. Aber ein Beweis, wir brauchen noch einen Beweis, oder? Ist das unser Beweis da, der Funk? Hä? Das Fass. Beweis gefunden. Neuer Fall geöffnet. Dienstaufsicht. Neues Beweismaterial erhalten. Giftbehälter. Alles klar. Giftbehälter. Damit hätte ich nicht gerechnet. Ja, das hätte ich jetzt auch gesagt. Okay, ach, guck mal hier, was wir hier alles haben. Hotshot-Lieferkette. Schnellfeuergewehr und Silber Battle Pack. Aha, okay. Wir haben ja auch noch einen anderen Modus. Aktiver Scan, passiver Scan. Kann man den irgendwie ändern? Achso, ist wahrscheinlich, wenn wir auf irgendwas drauf zielen, dann ist wahrscheinlich ein aktiver Scan. Okay, hier haben wir ein Boot, das können wir aber nicht benutzen. Da müssen wir wahrscheinlich erstmal das Funkgerät hier anschauen. Ich habe eine Frequenz für dich. 120,13. Mhm. Siehst du was? Wow. Sieh dir nur die ganzen Lichter an. Überall auf dem See. Alles Lichter. Auf die Boot nehmen und nachsehen. Finde ich eine gute Idee. Wir nehmen aber erstmal eine neue Waffe mit. Oh, eine P90. Oh, wir haben Waffen. Oh, wir haben ja Waffen frei. Haben wir auch noch was Besseres frei? Eine Uzi?
Ne Uzi, ja, ne Uzi will ich nicht, ne. Ach, wir haben die guten Gewehre nicht frei, Mann. Ist doch scheiße. Okay, eine P90 ist schon mal ein guter Anfang. Wir haben dafür keine Aufsätze. Nö. Wir nehmen sie in Erdbraun, würde ich sagen. Was haben wir hier? Ah, Medikit. Medikit ist schon mal gar nicht so schlecht. Und Munitionskiste ist auch nicht schlecht. Ich meine, Kletterhaken. Ich weiß jetzt nicht. Garantiert brauchen wir jetzt gleich den Kletterhaken. Ich könnte es mir vorstellen, aber ist mir jetzt gerade egal. Ich glaube, das Spiel wird uns schon wieder einen Kletterhaken geben. Scanner Entfernungsanzeige. Links oben im Scanner werden deine aktuelle Position, die Anzahl der Beweismittel im Bereich und deine Entfernung zum nächsten Beweismittel angezeigt. Ah. Da habe ich es doch richtig gedeutet. Hier Entfernung. Das ist Entfernung zum Beweisgegenstand. So, hier haben wir auch nochmal Ausrüstung. Das ist okay, jetzt können wir das Boot hier benutzen. Willst du das melden? Wir haben hier ja eigentlich nichts verloren. Wir müssen zuerst Nels finden. Er ist ambitionierter als ich dachte. Typisches Arschloch. Weißt du, was mich am Drogenkrieg am meisten beunruhigt? Dass der Sieger Geld und Waffen ohne Ende haben wird. Ja, wenn sie sich gegenseitig erledigt haben, sind wir dran. Willkommen zurück in den 80ern. Deswegen will Dawes das jetzt beenden, bevor es dazu kommt. Wir machen es inoffiziell. Höchst inoffiziell. Ist für mich okay. Wir retten Leben. Ich sehe es ja ähnlich. Warum klingst du dann so skeptisch? Worauf läuft's denn hinaus? Um die wichtigen Leute auszuschalten. Die hohen Tiere. Ein für alle Mal. Brauchst du mehr als eine Knarre. Da wäre ich mir nicht so sicher. Detective, wir spielen hier ein gefährliches Spiel. Sehr gut. Die spiele ich am liebsten. Ja, ich bin hier, glaube ich, ein bisschen falsch. Kann man hier irgendwas scannen? Nö. Ja, ich dachte, wir müssen hier anlegen, aber wir sind auch noch gar nicht da. Fail. Ja. Wir müssen weiterfahren. Ich glaube, da hinten. Kann man hier durch? Oh. Ja, alles klar, wieder erstmal alles staubt. So, hier einfach hier die Umwelt kaputt machen. Der Regenwald stirbt aus, ich bin schuld. Aber juckt uns nicht. Wie auch immer hier Einkaufswägen hinkommen, sehr mysteriös. So, hier müsste es sein, oder? Ja. Sieht gut aus. Einmal aussteigen. Einsatzziel abgeschlossen. Von dem Wasserturm aus müssten wir das sehen. Sägewerk untersuchen. Jetzt sind wir hier in Bad Sägewerk. Ah. Gesellschaft. Alarmanlagen und Verstärkung. Alarmanlagen rufen Verstärkung herbei. Deaktiviere die Alarmanlage oder zerstöre alle Lautsprecher, um Verstärkung zu verhindern. Mhm. Der Alarm lockt sie an, aber nicht, wenn du ihn deaktivierst. Dann wo kann ich den deaktivieren? Wir können leise sein oder laut. Mach einfach. Ja, jetzt warte mal. Da sind eine Menge Typen. Hast du einen Plan? Wir gehen rein. Aber leise. Okay, wir gehen leise rein, sagt er. Springen wir mal hier runter. Ja, juckt ihn einfach nicht, ne? Vorne haben wir einen Kollegen. Mal gucken, ob wir es diesmal schaffen. Duck dich doch mal. Okay, den boxen wir einfach um. Überwältigen. So, den haben wir umgeboxt. Easy XP. Okay, da vorne haben wir... Okay, die Olle läuft hier einfach rum, wie was weiß ich was für eine. Wir machen mal hier... Alarmanlage deaktiviert, sehr gut.
Oh, den wäre ich jetzt fast in die Fresse gelaufen. So, ganz ruhig. Ja, kein Problem. Vor allem der Typ brüllt hier rum, sau jetzt ganz ruhig, hier ist die Polizei. Und es juckt einfach niemanden, ne? Es juckt keinen.